Schwabensauger-Fans. Ich möchte recht herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe Schwabensauger im Talk. Heute werden wir uns unterhalten mit dem Gigs Bayer von der Spielvereinigung Kaufbeuren, dem Cheftrainer, mit ihm über die aktuelle sportliche Situation reden. Gigs, herzlich willkommen. Hallo, servus. Ja, Gigs, ihr habt einen großen Umbruch gehabt in der neuen Saison. 14 Spieler haben euch verlassen. Ihr habt das alles aufgefüllt mit Jugendspielern eigentlich. Wie bist du denn selbst mit dieser Situation umgegangen und wie haben sich denn die jungen Burschen denn bis dato präsentiert? Ja, es war ja nicht nur so, dass uns viele Spieler verlassen haben, der ganze Verein war ja im Umbruch. Es gab Vorstandswahlen, es ist eine neue Vorstandschaft bestimmt worden, alles was bis jetzt auf 2 oder 3 Köpfe war, ist jetzt auf 5 verteilt worden. Und das waren natürlich alles Überlegungen für mich, mache ich weiter, ist das in Ordnung, komme ich mit diesen Leuten klar und so weiter und so weiter. Deswegen hat die Verlängerung, die Vertragsverlängerung auch ein bisschen länger gedauert, als es normalerweise bei mir üblich ist. Dass der Umbruch dann kommt, war dann besprochene Sache. Wir müssen finanziell einfach auf die Bremse treten, es ist kein Geld mehr da. Und deswegen war klar, dass uns der eine oder andere Spieler verlassen wird. Dass es dann im Endeffekt 14 waren und dass die ganze Kreativabteilung den Verein verlassen hat, war natürlich im Moment schon sehr, sehr schwierig für mich. Aber ich habe gesehen, dass aus der Jugend Qualität kommt, dass wir wirklich gute Jugendspieler haben. Die spielen ja in der Landesliga. Und von diesen jungen Burschen war mir klar, dass ich 3 oder 4 in dieses Oberliga-Team einbauen kann. So, von den Namen her kann man da irgendwie nennen? Ja, es ist in erster Linie Alexander Weber oder eben auch Dennis Hoffmann oder Patrick Sauer. Also es sind diese jungen Burschen, die halt jetzt eben zum Stammspieler in der Bezirksoberliga gereift sind, die das Vertrauen von mir kriegen und die das bis jetzt auch absolut gerechtfertigt haben. Du hast uns schon ein bisschen vorgegriffen, wie du zufrieden bist mit denen. Wir sind eigentlich zur Mannschaft, zum GH-Kader dabei, sind Stammspieler. Wie zügelst du eigentlich deine junge Rasselbande? Wir könnten uns von Schwaben sogar vorstellen, dass es da immer wieder mal Zuckerbrot und Peitsche gibt, oder? Ja, also es ist besser, die Peitsche lässt man weg. Ich denke, man muss den Jungs Mut machen, man muss ihnen Selbstvertrauen geben. Und wir wollen einfach Spaß und Freude haben. Das sage ich ihnen in jedem Training und in jedem Spiel. Sie sollen rausgehen und sollen mit Spaß und Freude Fußball spielen. Und ich denke mal, das kommt ganz gut rüber. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Natürlich muss man wissen, wer der Chef ist, aber das wissen die Jungs. Und so glaube ich, dass das alles sehr gut passt. Du hast im Vorfeld mit uns im Gespräch, also im Vorfeld zum Saisonauftakt, bei euch gesagt, dass du Fußball spielen lassen willst ohne Druck. Ja, also praktisch schon mit Druck, aber nicht ohne Druck für die Mannschaft. Wie sieht es denn konkret auf dem Spielfeld aus, so ein guter Fußball? Wie bist du mit der Umsetzung bis dato zufrieden? Ja, mit dem Druck habe ich natürlich primär gemeint, dass die Mannschaft nicht in Abstiegsnöte kommt. Weil die Erfahrung zeigt ja, wenn du mit einer jungen Mannschaft hinten reinrutscht, dass es dann ganz, ganz schwierig wird, da wieder rauszukommen. Da bräuchtest du dann erfahrene Spieler, Routiniers, die das Ganze dann in die Hand nehmen. Und die habe ich im Moment einfach nicht. Deswegen war ich auch sehr froh, dass wir relativ gut aus den Startlöchern gekommen sind. Dass der Druck nicht so groß wird auf die jungen Spieler, sondern dass sie wirklich zeigen können, frei von allen Abstiegsängsten, was sie drauf haben, was sie spielen können. Ja, ich hoffe, dass es so bleibt. Ich hoffe, dass wir das weiterhin so umsetzen können. Wenn es nach mir ginge, würde ich gerne noch ein bisschen offensiver spielen. Aber leider haben wir nicht unbedingt die Quantität und auch nicht die Qualität, was die Offensive betrifft. Um vielleicht da nach vorne noch ein bisschen mehr zu bewegen. Du sprichst doch die Qualität in der Offensive an, da erwartest du dir vielleicht in Zukunft mal vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht in der Rückrunde, vielleicht die ein oder andere Verpflichtung. Wenn man auf die Qualität des Kaders anspricht, denkst du, dass das ausreicht, um sagen wir, über die ganze Saison hinweg nichts mit dem Abstieg zu tun haben? Ja, das hoffe ich. Und was ich so bis jetzt festgestellt habe, ich meine, eine Saison ist lang, man weiß ja nie, was kommt. Es kommen Verletzungen, wir haben viele Studenten in der Mannschaft oder junge Burschen, die jetzt zum Studieren anfangen nach ihrem Abitur. Da ist Innsbruck im Gespräch, da ist München im Gespräch. Das heißt auf Deutsch, die Spieler fallen zum Training weg, die sind nicht mehr da. Und das kannst du mal über einen gewissen Zeitraum von 4 Wochen oder vielleicht auch mal nur von 8 Wochen auffangen, aber dann ist es vorbei. Ohne Training kann man nicht Fußball spielen. Das heißt, bis zur Winterpause hineinretten? Das wird so sicherlich so sein und das ist auch mein Ziel,
dass wir die Jungs dann so halten können. Gut, dann kommen wieder ein paar Semesterferien, dann können sie wieder trainieren. Also, müssen sie ein bisschen Beginn mehr machen. Wie gesagt, ich hoffe, dass die Qualität ausreicht und bin mir eigentlich sicher, dass wir da hinten nicht mehr reinrutschen werden.